Hier ist der Profimetzger Ralf. Heute will ich Ihnen mal erklären oder zeigen den Unterschied zwischen Enterprise-System und Ungar-System. Beim Enterprise-System handelt es sich folgendermaßen. Das ist das Schneckengehäuse. Das setzt man da ein. Da ist auch Verriegelung, dass es fest ist. Zu den Messern. Hier handelt es sich um ein Enterprise-System. Es ist einfach ganz einfach zu erkennen, weil hier ist Viereck. Immer wenn ein Messer so ein Viereck drin hat, ist es Enterprise-System. Und wie baue ich so ein Messer zusammen? Wenn Sie auf den Wolf schauen und die Messer klingern sehen, dann muss ich nach links drehen. So, wenn ich drauf schaue, nach links. Und dann setze ich das Messer ein, dass es schön drauf ist. Und da kommt dann die Klingel drauf, die Wurfscheiben drauf. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn Sie die beiden Messer anschauen, das Ungar-System und das Enterprise-System. Beim Ungar-System ist es oval und der hat austauschbare Klingen. Da können Sie es aufschraufen und können die Klingen wechseln. Was bei dem nicht geht, da müssen Sie das komplette Messer nicht kaufen. Da kann man die Klingen auswechseln. Und was sich natürlich das Ungar-System bewährt, das ist, wenn Sie sehr sehnenreiches Material haben. Wenn Sie wirklich grobe Sehnen sind, ist das natürlich weitaus das Bessere. Was vielleicht auch zu sagen ist, dass beim Enterprise-System weniger Masse im Wolf bleibt. Dabei haben Sie ein bisschen mehr, wenn Sie einen doppelten Schneidsatz bauen, haben Sie da etwas mehr Restmasse im Wolf, was drin bleibt. Aber die meisten Haushaltsgeräte, kleinen Küchenwölfe haben alle Enterprise-System. Es ist einfach von allen Dingen her einfacher von der Handhabung. Und auch natürlich kostengünstiger. Da vielleicht aber noch ein Bullschein. Wir sehen, da ist der Gewinde drin. Da steht auch drauf 22, also Enterprise-System 82 mm. Und da ist ein Gewinde drauf. Das macht man das zu. Nur von diesem hier, ein Linksgewinde, das ist ein bisschen schwer zu mal eindrehen. Oder es gibt bei den billigeren Scheiben, ist es drauf. Das ist immer Enterprise-System. Jetzt kommt das Messer, setzt das Messer ein und dann kommt die Scheibe. Auf der Scheibe steht drauf, da steht drauf 22. Vielleicht kann man das lesen, da 22,3. Das heißt, das ist ein 82er Wolf, Enterprise-System, 22 ist Enterprise-System, 82 mm Scheibendurchmesser und Lochscheibe 3. Wie gesagt, kommt das Messer und dann kommt die Scheibe drauf und kein Distanzring. Da gibt man da die Überwurfmutter drauf und schraubt das zusammen. Nicht ganz fest, so passt. Maria Wolf, der wird vielleicht sein 25 Jahre alt, werden wir schätzen. Der Bezerberwolf ist der Marken, ist ein Gewerbewolf, Ladenwolf, natürlich, der kann schon was. Gell? Der schneidet auch auf 2 mm, ist kein Problem bei dem Wolf. Mich wundert sich oft, was die kleinen Wölfe die Küchengeräte zusammenbringen. Aber der wird ja schon sicher bei die 4.500 Euro kosten. Das ist schon ein Profigerät. Wo ist also die Klingern? Wenn wir mal ausschaufen, wenn was sagen wir. So ein Wolfmesser. Das kostet 60, 70 Euro. Da kriegt man schon einen kleinen Küchenwolf dafür. Und der Nachteil bei diesem Wolf ist, wenn Sie sehr sehniges Material durchlassen, vielleicht können Sie das so sagen, dann wickeln sich die Sehnen um. Da wickeln sie sich noch immer ein bisschen. Und dann passiert das gern, dass der Schneckenzapfen kaputt geht. Aber wie gesagt, bei dem ist schon ein Profigerät. Und jetzt im Gegensatz zum Dingwolf, glaube ich, Mado, der dürfte vielleicht 40 Jahre alt sein, sicher in dem Alter schon. Aluminiumgehäuse. Doppelter Schneidsatz, heißt nichts anderes. Es ist die Welle. Das ist der Vorschneider. Dann kommt ein Messer. Auf dem Messer kommt dann eine grobe, große Lochscheibe. Und wenn Sie schauen, beim Ungar-System ist die Scheibe am Messer drauf. Dann kommt wieder ein Messer. Und dann kommt eine feine Scheibe. Und dann kommt der Distanzring. Das ist der große Unterschied. Wenn Sie es anschauen, das Messer, sehen Sie, da sieht man sofort einen Unterschied.
Da ist ein viereckiges Loch, da ist ein ovales. Und da, oder wo der Ring drauf ist, da kommt die Scheibe drauf. Da kommt die Scheibe drauf. Den baut man zusammen. Ah, die sehen sofort, wenn sie wollen, wenn sie Schneckenwelle in der Hand halten, sehen sofort, da ist kein Viereck. Wenn sie das anschauen, sehen sie, da ist ein Viereck drauf. Das ist Enterprise, das ist Unger. Ganz leicht zu erkennen. Da ist wieder das gleiche, das ist das Schneckengehäuse. Das wird da reingeschaut und wird festgeschraubt. Das wird festgeschraubt. Da setzt man die Welle an, rein. Bei dem Wolf ist es so, dass der Bolzen, wo die Scheiben festgehalten werden, unten ist, in der Regel ist er oben, aber das spielt keine Rolle. Dann kommt der Vorschneider, die Nullerscheibe, die Vorschneider rein. Hat natürlich den Vorteil, die Vorschneider, wenn sie ein sehniges Material haben, dass das natürlich sofort wirklich vorzukleinert wird. Schauen Sie, und jetzt kommt das Messer. Immer, schauen Sie, da steht drauf R70. Das heißt immer, das R ist für die Größe 70. Das heißt, 70 mm Durchmesser hat die Scheiben. Dann kommt die Scheibe. Dann kommt wieder Messer. Das ist jetzt doppelter Schneidsatz. Kommt das Messer wieder. Dann kommt die Dreierscheiben. Dann kommt der Distanzring und dann wird das angeschafft. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich sehnenreiches Material habe, dass die sehen, dass es leicht durchgeht. Dafür ist es besser. Einfacher Schneidsatz. Dann nehme ich das raus. Und dann Vorschneider, Messer. Vorschneider, Messer und so mal 13er Scheiben bis zur 4er Scheiben macht man einfach einen einfachen Satz. Ab 4er rauf weiter, 3er, 2er, doppelter Schneidsatz. Obwohl der einfache Satz für der 3er auch noch geht, aber wie gesagt, es hängt auch immer ein bisschen wie das Material ist. Und dann nimmt man einen großen Distanzring. Und dann wieder. Und wieder drauf. So, jetzt werde ich mal demonstrieren, wie das geht. Da habe ich jetzt das doppelten Schneidsatz. Da habe ich ein Rehfleisch. Und das werde ich jetzt mit der Reihe mal Scheiben verschieren. Schalten wir es ein. Sehen Sie? Wie der Fäden. Das so ist korrekt. Wenn der Wolf so schneidet. Was noch wichtig ist, das Messer nicht zu lange laufen lassen, weil es entsteht drin irrsinnige Hitze. Sie machen damit das Messer und die Scheiben kaputt. Schauen Sie, und da sehen Sie die Fäden, wie das gezogen, wie es geschnitten worden ist. Das ist perfekt. Jetzt zeige ich dann nachher noch einmal mit dem Enterprise-System. Der Wolf, das ist ein 82er Wolf, hat 8,2 cm Scheibendurchmesser. Je größer die Scheibendurchmesser ist, desto schöner ist das Schnittbild. Und was man vielleicht noch achten soll, der Wolf sollte nicht leer laufen. Wenn der Wolf lang leer läuft, dann machen sie das Messer und die Schnitt kaputt. Wenn ich anfange, gebe ich ein bisschen Fleisch rein, schalte ein. Das ist das Enterprise-System, Messer, Dreierscheibe. Wenn Sie schauen, er schneidet jetzt wunderschön, der Wolf. Genau so sollten die Fäden rauskommen, da ist das Messer korrekt drin. Es schmiert nicht, es ist ein schönes Schnittbild. Jetzt schalte ich es aus. Wenn Sie anschauen, perfekt geschnitten. Beide, das war mit dem Ungersystem. Und das war Enterprise-System. Beides waren zwar Rehkitze, Sie sehen schön die Streifenpüllung. Perfekt. Jetzt mache ich noch eins.
Jetzt schraube ich das mal auf, damit Sie sehen, wie das, was da übrig geblieben ist. Da ist jetzt unser System. Schauen Sie, es bleibt da natürlich etwas Restmasse. Sehen Sie das? Und natürlich ist da mehr, weil zwei Messer drin sind. Da drückt es noch nicht mehr raus. Das ist da drin geblieben. Und wenn man jetzt das Enterprise-System anschaut. Es ist weniger. Das ist der Vorteil vom Enterprise-System. Was ich vorhin gesagt habe, da wickelt sich die Sehne ein bisschen um. Sehen Sie das? Das ist der Nachteil von einem Enterprise-System. Sehen Sie, da ist die Sehne drin. Und wenn Sie jetzt viel sehniges Material haben, dann machen Sie den Wellenzapfen kaputt. Aber es ist natürlich bei einfachem Satz oder Enterprise ist weniger Restmasse, als wie ein doppelter Schneidsatz ist. Das ist natürlich ein bisschen Unterschied, aber man ist auch noch minimal, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Ihr Profi-Metzger Ralf.